Wer lässt denn hier die Pflanzenfasern liegen? Die guten Pflanzenfasern. Die guten Pflanzenfasern, die es auch überhaupt nicht gibt auf der Welt. Was, habe ich mein Gras fallen lassen? Was gibt's hier? Was denn? Ich hab's hier oben in der Kiste reingepackt. Oh, ja, links oben. Damit es nicht all wird und austrocknet. Alter, also so eine Stunde Stream wird ja gar nicht groß von der Datei her, gell? Nee. Kommt immer drauf an. Oh, wieso? Wie groß ist er? 17 Gigabyte. Ach nur. Ja, könnte so einen Moment dauern beim Hochladen. Nehmen wir Animalhide mit oder direkt Leder? Kate hat eine Schaufel, ist fertig. Ich würde sagen Animalhide. Warum? Was kannst du da noch Tolles draus machen? Eigentlich. Kannst du skinnen? Andi, kannst du das überhaupt noch skinnen? Warte mal. Ich glaube nicht. Du machst ja Leder daraus. Vielleicht geht das da auch noch mit rein, irgendwie, irgendwo. Kann ich mir von den Skillsets her gar nicht vorstellen. Vielleicht unter sonstiger Handwerksmeister vielleicht? Nee, weil das haben sie ja rausgenommen, weil die haben ja quasi. Ich weiß nicht, ob das unter Glossing und Armor fällt. Handwerksmeister ist das, sag ich doch. Das ist aber nur, wenn du Schaden kriegst. Handwerksmeister. Das ist das, umso schneller du Sachen herstellen kannst und etc. Also umwandeln zum Beispiel. Ach so, Armor Crafting, okay. Ja, ich muss ein bisschen umdenken, aber du spielst es ja auf Deutsch. Deswegen. Nicht Armor. Auf welcher Seite ist denn der bei dir? Handwerksmeister. Sonstiger Handwerksmeister. Der ist auf Seite 3, genau in der Mitte. 30 von 100. Ach, das Mistcrafting. Ah, okay. Mistcrafting, genau. Ja gut, aber ich weiß nicht, da bin ich schon bei Stufe 82, deswegen. Ja, du. Ich aber noch nicht. So, in was setze ich denn jetzt meine letzten Punkte? Das ist die viel größere Frage. Also sag ich mal so, in die einzelnen Skills, die du bis 100 hochlevelst, ne, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Das ist richtig, ja. Ja. Macht da ja absolut keinen Sinn. So. Herrlich. Ja, aktuell bin ich eher wenig alles klar, produktiv, Klaus. Weil später. Nacht und so. Aber es geht gleich richtig schön zur Sache, weil Horde steht vor der Tür. Ja, dauert noch einen kurzen Moment, aber ja. Naja, aber sie steht vor der Tür. Dann werden wir uns einen wunderschönen Platz suchen, wo wir uns ein wunderschönes bauen werden. Ja. Ich habe jetzt auch schon mal die ersten Sachen hier aus Elektrik jetzt schon gelernt. Ich glaube, ich brauchte aber ein höheres Science-Level dafür. Ich habe übrigens einen Beaker. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist gut. Was du denn ja hast. 100 Jahre. Ja, finde ich auch. Okay. Also das Einzige, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, das ist diese Electric Fence Post. Also. Was? Der elektrische Zaun. Ach so. Ne, Wire up wahrscheinlich two or more of these and shock your enemies. Ja, genau. Okay. Dann siehst du sie also draußen ein bisschen rumzucken und zuppen und. Ja.
Ja. Eine Chemiestation haben wir unten hier noch nicht, wa? Ich soll mal gucken, ob ich die lernen kann. Das wäre genau das Richtige. Irgendwo geklemmt bei mir mit der Chemiestation. Das setzt natürlich voraus. Muss man mal gucken, wie groß da der Abstand sein darf, ne? Kann man die überhaupt so lernen? Doch, da. Bauwerkzeuge 40 brauchst du und Wissenschaft 3. Na, super. Wissenschaft habe ich 0. Läuft bei mir. Ja, Wissenschaft würde bei mir reichen. Ich brauche nur Construction Tools 40 noch. Ich weiß nicht, wo bin ich denn da gerade? Bei 22 erst. Aber ich denke, das wird, wenn ich die Base auf drüben aufbaue, dann wird da ein bisschen was bei rumkommen. Dann kann ich dir ja dann dazu nehmen. Weißt du aber schon, was du gerade gesagt hast, ja? Du weißt aber schon, was du gerade gesagt hast. Ja. Okay, gut, gut. Soll ich ihn wiederholen? Und alle im Stream haben das auch gerade gehört. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Das weißt du. Ja. Gut, gut. Ja, ich habe das Material einstecken. Nein, du hast gesagt, du willst die Base aufbauen. Das war's. Ja. Ja, weil ich das Material einstecken habe. Also, ja. Alter. Kater, ich bin's wieder mal. Deine Spitzhacke ist fertig. Nicht in der Werkbank, hinter mir. So, es wird Tag. Wunderschön. Yay. Ach, siehst du. Jürgen, nimm dir mal, also wenn es denn irgendwann fertig ist, die restliche Munition raus. Ich stell dann gleich noch ein bisschen her. Sowas. Warte mal. Die Richtung da oben wollten wir ja. Oder? Und gen Norden. Ja, ich suche gerade meinen komischen Quickpoint, wo ich den hingesetzt hab. Jetzt hat der schon wieder. Wir hätten jetzt Werkzeug angeworfen. Ich? Ich hab doch gesagt, eine Werkbank ist zu wenig. Ich wollte noch ein bisschen Munition machen. Ah, dann mache ich das wieder rausgehe, Kid. Wie darf ich hier produktiv sein? Ich hoffe mal, irgendwann in 20 Jahren kriege ich mal Stahlwerkzeug. Peter Moss, mach mal Stahlwerkzeug hier. Und der Werkbank ist klar. Genau. Tolle Idee. Das ist ja Sascha? Ich hab das selbst angeworfen, Sascha. Wie bitte? Ich hab das selbst angeworfen. Ja, ich weiß, aber ich hab jetzt den Peter Moss nicht verstanden. Peter Moss? Was denn? Was ist mit Stahlwerkzeug? Ich habe dem Jürgen gesagt, er soll mir Stahl geben, aber das hat er noch nicht getan gehabt. Und da du jetzt eh gerade die ganze Zeit die Werkbank belegst. Genau das. 10 Minuten. Der Teufel Bär stellt mir gerade eine Frage. Ja. Wie viel muss ich für den Auftrag killen überweisen? Eine Menge. Also ich bin billig. Vor allem, ich bin billig. Sehr aber schön, ich hab Jürgen. Ich habe gar keine Donation-Funktion. Eine andere Frage, Sascha. Ist dir das Biom eigentlich egal, oder? Wir werden schon das Passende finden. Ah. Ja. Eine Menge ist also 1,50 bei dir, Peter Moss. Wieso bei mir? Gebonkt, nehme ich. Eine Menge meint Peter, also 1,50. Na, wenn du das darunter verstehst, von mir aus. Der Petermas ist doch hier gehobene Klasse, sag mal. Also ich finde, für einen Admin kann man schon mehr springen lassen als 1,50.
Erste. 2,95 müssen schon drin sein. Aber ich stelle fest, was sie wohl verändert haben, Sascha. Ja. Wenn du rennst, ne? Und vorher hast du ja mit Sexo Tyrannosaurus oder wie bei dir wie ein wildes Tier auf Deutsch, ja. Wenn du das ja auf Stufe 3 hattest, konntest du damit das Rennen völlig ausgleichen, ne? Du konntest ja gefühlt ewig rennen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja. Also du solltest schon drüber nachdenken, den Run Forest Run zu skillen. Ah ja. Jetzt weiß ich, was der beiden meint. Was denn? Diesen Burggraben. Nicht nur da. Ja, ich weiß, was er vorhatte. Er wollte ein Feld anlegen. Okay, ne, kann er machen. Wir müssen auf dem letzten Community-Server warten. Oh, was ist denn das? Oh, einer der neuen Zombies. Schwarzer Ghost-Stiefel. Alter, was ist denn das für einer? Oh ja, der Schuss war schön. Schön daneben? Ja. Also wie immer. Wer kocht denn? Also manchmal, weiß ich nicht. Brauchen wir für irgendwas Trübes Wasser? Das ist so ein komischer Zombie-Biker. Ja, warte mal. Das brauchst du, das trübe Wasser brauchst du erst für die Chemiestation. So, nee, warum noch kocht irgendwas? Man denn nicht? War noch irgendwas, das sagte Ellie mir gestern, aber ich weiß nicht mehr, was das war. So, dann Petermus, haben wir ja einen Auftrag quasi, wa? Wir müssen mal so ganz schnell den nächsten Button einrichten. Hey Chris, servus, herzlich willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Thais, halte ich am besten mal an Jürgen, also an Rebot, der hat gesagt, er ist billig. Er macht's wahrscheinlich auch für 99 Cent. Also ich tippe drauf, dass der Jürgen das bei mir wahrscheinlich auch für ein nettes Dankeschön macht. Ach, gratis, gratis. Ja. Alter, waren die nicht auch irgendwo noch Minen? Wirklich dreifache Ausfertigung, das ist okay. So, was haben wir noch so einstecken? Das. Deine Wire-Tool ist fertig. Ich vermute mal, Peter, was war? Du hast so ein Ding hergestellt. Nee. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, Lea, ich hab's mir auch schon gedacht. Keltoi ist wieder da. Keltoi, unser Superheld, der niemals auf die Nase fällt. Keltoi ist die da. Auch schon, Sascha. Gut, dass du ein neues Mikro hast. So. Sehr genau. Mal gucken, was da drin ist. Sascha, ich mein. Was kann die Tolles? Das ist nicht die komische Axt, die hier so ein scheiß Geräusch macht, wenn man sie benutzt? Taza Stone Axe? Du hast den Tomahawk. Taza Stone Axe, ja. Nee, das ist eine Stone Axe. Ich weiß nicht, ob das der Tomahawk ist. Ja, oder das ist der Tomahawk. Ja. Von den Indianern. Ja. Der Tomahawk selbst macht keine Geräusche. Wenn du an der Kiste rangehst. Ja. Die macht Geräusche. Dann hörst du dieses komische Indianergedöns da, also ein Indianergesang. Muss die dafür ausrüsten? Was musst du ausrüsten? Du musst die Kiste einfach nur öffnen. Ja. Ja, die macht so ein komisches Indianergeräusch. Ja, genau.
Und dieser Tomahawk hat relativ gute Werte. Also wahrscheinlich nicht im Angriff, eher im Abbau. 2,53. Ne, 15. Im Block-Damage. Ich weiß nicht, was das Zonex gerade macht. Ich hab keine mehr. Ich auch nicht. Aber dadurch, dass meine anderen Teile jetzt auch schon wesentlich höher sind. Deine anderen Teile sind höher, okay. Ja. Die rutschen jetzt nicht mehr auf den Boden lang. Dass ich jetzt über den Schultern nähern. Genau. Ja. Ich komme quasi gerade in deine Richtung. Ja. Im Übrigen, Chris, heute gehen die Sounds wieder. Weil du gestern einen abgespielt hast und da ja nichts kam. Kann ich dir sagen, heute gehen sie wieder. Bist du da noch vor Ort, wo der Tomahawk war? Nein. Warum? Denkt nur an sich, unglaublich. Wieso? Willst du das Ding haben, oder was? Ja. Was denn die holen? Boah, also das hier mit der Stadt ist fürchterlich. Warum? Hast du immer noch so Frame-Einbrüche? Yep. Okay. Also irgendwie scheint er da ein bisschen Probleme mit der Stadt zu haben. Ich muss davor kurz stehen bleiben. Ja, gut, kann es sein, dass er halt wesentlich mehr Nachladezeit braucht. Aber jetzt ohne darauf rumzureiten, Sascha, das kann aber daran sein, dass du vielleicht auch einen Achtkerner hast. Also jetzt mal vom Hersteller jetzt mal abgesehen. So generell, dass du einen Achtkerner hast. Easy, die sind aktuell wirklich vom Spiel aus. Der springt des Öfteren. Aber das müsstest du eigentlich an der Stimme hören. Oh. Denn ich bin ja nicht abgejagt. Auch wenn ich manchmal so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt zwischendurch immer noch gucke, was da hier in irgendwelchem Zeug drin ist, weil ich eigentlich eh keinen Platz habe, um irgendwas mitzunehmen. Boah, das Duct Tape, das wäre eigentlich recht wichtig. Ich bin ja gleich bei dir. Ich habe noch so viel Platz. Alter, wie groß ist denn dieses Steppenbiom hier? Geht noch ein bisschen, ja. Sascha, halt dich mal ein bisschen rechts. Rechts, okay. Ganz kleines Stückchen weiter links und lauf dann weiter geradeaus. Und das war schon zu weit. Also auf jeden Fall, wenn du jetzt nach vorne läufst, dann müsstest du dann so eine Grube vor dir sehen. Oh, Kaktus. Oh, danke, Easy. Müsstest jetzt gleich vor dir so leicht rechts so eine Grube sehen. Und da ist das Tomahawk drin, oder dieses Stone Axe zumindest. Sehe keine Grube. Rechts neben dir. Du müsstest direkt draufstehen, Mann. Ach, hier vielleicht. Alter, ein riesen Loch von 15 auf 15 Blöcke. Nein, Thais, das ist böse. Echt jetzt? Was denn?
Scheiße, jetzt kann ich gerade wieder zurückrennen, ey. Warum? Naja, ich bin ja genau über so einen Block von diesem alten Holz da drüber und bin dann jetzt zu tief gefallen und hab mir direkt mal das Bein gebrochen. Ja, gut, dass wir hier noch die Horde abwarten, hm? Tolle Wurst. Was haben wir denn hier? Bild. Ich bring was zu naschen mit. Du bist nicht hungrig, du sollst trotzdem die Pilze einsammeln. Da. Warum gehe ich eigentlich noch irgendwas dran? Artefakt-Truhe. Ja. Sascha, du kannst nicht zufällig einen Splint machen oder so. Zufälligerweise nein. Was schön an der ganzen Sache ist. Ja. Erzähl. Die haben sich verändert, weil du brauchst jetzt Sucktape dafür. Hallo Jörg, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. So, Sascha, was wolltest du? Schön ist, dass es die Truhe wieder gibt. Die Apachen-Artefakten-Truhe. Hatten sie die rausgenommen? Ja. Okay. Alter, dieser Regen, gell? Ist ja Wahnsinn, was es hier regnet im Random Gen. Ja. Und das in der Wüste. Ja, das stimmt. Ja, aber ich habe das Problem, ich habe keine Glow Fragments. Deswegen kann ich auch eigentlich zurücklaufen. Jürgen, hast du nicht irgendwo Klamotten gefunden, die du mal schnell zerreißen kannst? Nein, ich habe ein volles Inventar. Jürgen, bist du noch in der Base? Ja. Gibt's da irgendwo einen Splint? Moment, ich gucke. Und wenn nicht, wärst du so nett, mir einen zu machen? Ja. Mach ich dir. Nein, Thais, ich hab's ja erstmal nur ins Inventar gepackt, die Pilze. Genascht wird später. Da sitzt er sich zusammengekauert, alleine in irgendeine dunkle Ecke. Oh, Pilze! Ja. Und dann fange ich an hier mit dem Regentanz. Mhm. Geil. Im Übrigen für die einen oder anderen, die hier neu in den Stream mit dazugekommen sind, wenn ihr Ausrufezeichen Multi reinschreibt, ist es der Multi-Chat, der Multi-Stream von Sascha und mir. Also wenn ihr so gucken wollt, was hier beide so treiben. Genau. Na? Will das einer sehen, ne? Der eine quatscht die ganze Zeit dusselig und der andere arbeitet. Könnt euch aussuchen, wer was macht. Du übersiehst hier die ganzen Vogelnester, Pedamos. Ich übersehe die nicht, ich bin voll. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Es ist ja auch ein schöner Name. Satan, der arme Irre. Ja, Multi geht nur in Twitch. Was aber vom Prinzip her eigentlich kein Problem sein sollte. Weil die Qualität auf beiden ist. Also, die ist gleich. Ich weiß gar nicht, Sascha, was streamst denn du? Auch 720, oder? Vermutlich, ja. Okay. Ja, du stellst Fragen. Aber streamen tust du doch. Ja, klar, es läuft einfach. Es läuft einfach, okay. Sehr schön.
Ich bin da noch ein Newbie, ich weiß das doch noch nicht so richtig. Ja, und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es mir nicht gemerkt, was wir eingestellt haben. Ich glaube, 720 habt ihr eingestellt. Ich meine auch. Weil deine Bitrate war ja nicht so hoch, Sascha, ne? So nebenbei. Genau, genau. Hab. Genau, dann wird 720 geblieben sein. Wo bist du? Oh, Jürgen! Mein Freund und Spargelstecher. Dankeschön. Spargeln, ey. Vergiss es. Das ist eine schön leckere Spargelcremesuppe. Ja, geile Nummer. Hey, Masterworld, herzlich willkommen im Team. Schön, dass du da bist. Hör doch ein Bild dazu. Easy. Ach Mensch, Keltoy. Oh, Keltoy, was denn du wieder? Nicht so kurz vor der Horde, sowas macht man nicht. Ja, es gibt als Spieler, die brauchen Helfen, hat sehr viel. Homer gehört auch mit da dazu. Jürgen, hast du jetzt Stahl eigentlich noch gemacht? Nein, ich komme nicht in die Werkbank. Ach so. Ist ja immer was drin. Wir hätten doch in der Zeit bestimmt mittlerweile schon eine zweite Werkbank aufstellen können, oder? Aber egal. Ja, aber dann haben wir ja auch nichts mehr in der neuen Base zu tun. Doch die Base aufbauen und so und vor allem looten ja gehen dann ja vor allem dann halt auch. Ja, auch das ist kein Problem. Ach so. Mhm. Sagt der junge Herr so. Na, ist eine Tatsache. Dann siehst du das mal, wie man das unter Profis macht und so und dann. Lernst du auch was. Genau. Mhm. Überhaupt, Sascha. Ich bin gerade noch außerhalb gewesen. Ich habe mir den Tomahawk geholt, bin jetzt aber auf dem Rückweg. Aber sammeln halt unterwegs noch ein paar Federn ein und sowas alles. So, wenn ich mich recht entsinne, müsste ich jetzt in der Nähe der Stadt sein, weil es fängt nämlich schon wieder an, mit den Frames runterzugehen. Ja, du bist größer. Ich bin ja, froh, dass links ist die Stadt. Ich bin froh, dass ich in der Hinsicht absolut kein Problem habe. Patonos, ja, woran, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es allgemein bei der Spielentwicklung so ist, dass wenn Spiele zum Beispiel auf dem Vierkerner ausgelegt sind, ne? Früher war es ja auch so, wie der Umschwung zwischen Zweikerner auf Vierkerner war, ne? Waren ja viele Spiele immer noch auf Zweikerner ausgelegt und nicht auf die Vierkerner. Und dann konnte es sein, dass du unter Umständen halt mit weniger Leistung, ne? Weil Zweikerner, du eigentlich mehr Frames hattest als mit dem Vierkerner, weil die Spiele dafür einfach nicht optimiert waren. Und wenn halt jetzt 7 Days zum Beispiel auf 8 Kerner absolut nicht ausgelegt ist, dann kann es sein, dass du da Probleme kriegst. Okay. Und ich wiederhole mich nochmal, unabhängig vom Hersteller. Haben wir vor. Also nach der Horde werden wir dann lustigen. Genau. Und unser neues Heim suchen. Bauen. Anfangen. Ja. Wir warten halt quasi nur da die Horde ab, weil sonst wäre das mit dem Aufbau der Base ziemlich knapp geworden. Richtig. Ja. Da muss ja erstmal Platz gefunden sein und so weiter halt. Genau, weil nach da hinten aus, also wenn wir weiter nach Norden laufen, da kommt dann erstmal Wüste, ne, nach der Steppe. Also. Airdrop. Airdrop. Kommt sogar bei uns ja, in der Nähe runter. Bei euch. Ich eile. Ja. Oder? Ja. Fast da. Ich lass mich erschlagen von der Kiste. Auch eine sehr schöne Idee, Sascha. Meins. Hm, der Marker ist gar nicht an. Okay. Ja, gut. Marker ist aus. Sehr schön. Schwierigkeitsgrad. Mhm. Ja, der ist bewusst so angepasst. Ich sehe die Kiste kommen. Also ich sag mal, hier für den Community-Server, ich habe das ja auch mit Sascha drüber gequatscht. Es ist ja halt auch
wesentlich witziger, wenn das Spiel halt auch schwieriger wird. Weil wenn du wirklich dann irgendwann Zombies siehst und denkst dir, oh, es kommen schon wieder Zombies, ne? Ist es ja irgendwo lästig. So notwendiges Übel. Und irgendwie ist es ja absolut nicht interessant gewesen. Hast du mich durchschaut? Natürlich. Drinne war ein Bauplan für den AK-47. Ein Verbandskasten und Herausforderungen dicht und dichter. Mhm. Also leider nichts Besonderes. Nicht für uns, okay. Umgelöst. Sag mal, Sascha, hast du eigentlich für YouTube auch deine Dings jetzt mit reingepackt? Deine Sounds? Was für Sounds? Also vom Abonnieren. Oder nein, das hatte ich dich doch vorhin gefragt. Ja, da hat sich doch eine Antwort drauf gegeben. Aber wenn ich über Twitch quasi bei Dingens eingeloggt bin, dann geht das doch nicht mit YouTube. Ja, deswegen hatte ich ja gesagt, wegen Restream noch. Ja, genau. Restream ist doch an. Also, hast du Restream und Tippi-Stream an? Ja, habe ich an. Dann wollen wir das doch mal kontrollieren. Nein. Was wollen wir kontrollieren? Ich weiß doch, dass ich es angemacht habe. Ah. Ja, da habe ich sogar ein Häkchen reingemacht. Guck mal. Bei Followers. So wie du gesagt hattest. Ja, aber das war bei Tippi Stream. Ja, da habe ich auch was reingemacht. Ah. Oh, Alter. Oh, Sascha. Ja. Was hast du denn? Aber, Jesse, whatever, bis später. Wenn's denn geht. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt keine Abo-Benachrichtigung gesehen, deswegen habe ich dich gefragt. Ja, deswegen. Das war vorhin schon. Da hatte, ich glaube, Thais oder sowas geschrieben. Mach das doch einfach mal über Twitch. Mann. Tu es. Tu es. Mach es. Ah, immer mit der Ruhe bewahren, Mann. Tu es jetzt. Was bist du denn? Da. Mal gucken, nicht, dass ich jetzt hier doppelten Sound hab. So. Guck mal, lass mir direkt mal eine E-Mail schicken, wenn du online gehst, Sascha. Yay. Yay! Okay. Kann jetzt endlich 22 Uhr werden, dass wir diese scheiß Horde spielen können. Trägt mich auf. Diese Warterei. Drinking. Noch mehr Drinking. Hast du eigentlich schon irgendwie eine Vorstellung von der Größenordnung, Sascha? Ja. Ich meine für das erste Gebäude. Auch dafür, ja. Würdest du sie auch mit uns teilen? Nee. Ich glaube nicht.
Ich hab die ganze Zeit jetzt auf deine Dingens gewartet. Auf deinen Follower gedünst. Ja, aber... Was passiert denn jetzt? Kann sein, dass Tippystream irgendein Problem heute hat, weil, wie gesagt, den Follow von Asnos oder wie er hieß, ich weiß gar nicht, ich müsste lügen gerade. Asuna, genau. Hat ja auch gefollowt. Aber es kam bei Tippystream einfach nicht an. Bis jetzt noch nicht. Na, läuft er bei dir wieder. Ja, bei dir ja auch, wie ich sehe. Ja. Na? Dieses notwendige Übel hier zu warten, das macht mich wahnsinnig. Satan im Übrigen, nee, ein 10-Stunden-Stream wird's heute nicht, weil wir werden heute Abend zusammen mit Martin und so das 7-Days-Projekt aufnehmen. Werden wir, ja? Bei 9,53 halten wir auf. Ja, 9,59. Also keine 10 Stunden. Nein, also wir müssen schon früher aufhören. Oh, hier kommt eine Wanderhorde. Wie lange wird die ungefähr jetzt noch, bis es die Horde da ist? Wie lange wird es ungefähr noch dauern? Halbe Stunde würde ich sagen. Wenn ich mir so auf die Tageszeit gucke, weil ein Tag geht eine Stunde. 20 Minuten. Na, sowas. Warum? Fragst du? Moment. Oh mein Gott, geht's noch da draußen? Ja, da draußen geht's ab gerade. Naja gut, dann ist mir gerade ziemlich egal, ob ich damit jetzt einfach das Holz einfach verschwende, aber dann kann ich wenigstens das Construction Tool ein bisschen leveln. Nehmen wir mal an, dass da generell noch eine Anpassung kommen wird für die Spikes wegen Reparieren. Also hoffe ich mal zumindest, weil kann ja irgendwie nicht sein, dass... Reparieren ist ja teurer als das Bauen, ne? Genau. 20 ist Bauen und 60 habe ich gestern für einmal reparieren gebraucht. Was haben sie verdreht? Nee, ich habe sonst soweit keinen Termin irgendwie vergessen heute. Oh. Kommt was angescrollt. Ein Scrawly? Ja, so ein Crawler. Na, nur was ist nur los? Das war jetzt aber merkwürdig. Gerade runtergegangen auf 8 FPS. Okay. Hier im Haus drin, einfach mal so. Wieso bist du denn da dann beruhigt, Satan? Wobei, die Ersten haben schon gesagt, den Stream müssen sie sich in Etappen angucken. Weiß gar nicht, warum. Hat doch nur so ein kleiner Kurzer mit dem Sascha. Ja. Ne? Nur so ein bisschen haben wir aufgenommen, nur so ein bisschen. Ja. Emü. Jürgen? Mhm. Wie viel Schuss hast du aktuell? 190. Okay. Hast du unten rausgenommen aus der Kiste, aus der Werkbank? Da ist ja noch einer. Ja, musste ich. War kein Platz. Kein Problem. Ach so. Das ist der Gedanke.
Also Sascha, ich geb's jetzt auf. Du hast wahrscheinlich dasselbe Problem wie ich mit Tippy Stream. Vermutlich, ja. Wenn da nichts kommt. Jetzt hast du dir vorhin so viel Mühe gegeben, das bei mir einzurichten. Ey, ohne Scheiß, ne? Und jetzt passiert da nichts. Schreib ein Ticket. Könnte ich, aber ich könnte es auch einfach lassen. Mach die rund wie ein Buslenker. So. Ja, ist irgendwie nervig. Also. Aber das ist halt so, wenn du so auf externe Seiten irgendwie angewiesen bist, ist es echt doof. So. Mann. Einziges, worüber ich eigentlich recht froh bin, dass der Tag gleich rum ist. Naja, geht ja noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, schlechte Idee. Wie lange ist denn eigentlich dieses scheiß Bein noch kaputt? Na, noch eine Minute. Das werde ich jetzt noch irgendwie verkraften. Die geile Nerdy-Brille, ey. Die sieht so genial aus. Ich habe jetzt die Pilze einfach mal zur Medizin mit dazu gepackt. Achso, ich habe gedacht, du hast sie einfach gegessen. Nein. Aber ich könnte. Aber du könntest, okay. Ich habe jetzt mal so eine allgemeine Frage an die Stream-Chats, muss man ja sagen, ne? Weil ich meine, es sind ja gerade vier, die damit angesprochen sein sollen. Was haltet ihr von diesem Multistream? Guckt ihr das so lieber oder sollen wir da öfters mal drauf hinweisen? So als allgemeine Fragenummer an uns beide. An uns oder für uns? Sascha, hast du noch Zeit? Ja, das ich war schon noch Zeit, ja. Das kannst du mal jetzt machen, eine neue. Auf. Nee, also, die kann nur Peter machen. Peter. Peter muss. Ja. Das war die Frage war jetzt für uns beide, Sascha. Okay. Musst du mir halt die Mats geben, Jürgen. Also ich weiß ja nicht, ob wir irgendwo hier noch Ducktape rumfliegen haben. Kleber hätte ich ja noch. Oben liegt Base. Und oben steht irgendwo eine Kiste, da steht Kleber und Ducktape. Oh, ich mach da jetzt Leder draus. Ja, Satan, dann gib doch einfach mal in den Chat Ausrufezeichen Multi ein und dann kannst du dir das über den Multilink kannst du es dir angucken. Ist halt Twitch, aber genau. Ist ja egal, weil wir auf beide auf beiden Plattformen streamen. Schon wieder einer. Ja. Aber das stimmt, Satan, das hat was von früher, so Blitzscreen und so. Oh, ein Brelias. Ist gejoint. So, dann lege ich den mal kurz raus. 5 Zombies von oben. Okay, danke. Kein Ding. Komm ran. Ach so, Patronas. Ah, okay, cool. Oh, momentan leckt es hier. So, wir mal grad mal schreiben. Echt? In der Base oder was? Also, weil bei mir leckt gerade gar nichts, deswegen frage ich. Ja, ich hab hier Ruckler. Weiß aber auch nicht warum. Ach so, okay. Das ist natürlich schade, wenn das dann nicht läuft. Was denn? Ja,
die Leia. Funktioniert das mit dem Multi nicht? Bei Leia nicht, ja. So, ich brauch Duct Tape. Hast du gesagt, hier oben ist irgendwo eine Kiste mit Duct Tape? Ja. Wenn du hochkommst, gleich links bei denen. Ach da. Klebeband. Okay. So, mal gucken, da hinten war da auch noch haufenweise. Oder Zombies. Wir finden aber die Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Ja, 57. So, dein Crossbow ist Arbeit. Ja, in der Werkbank. Dankeschön. Dann. Ja. Bitte dünn. Ist doch schön wieder eine. Ja, ist ja nicht zu verwundern. Wobei, also ich sag mal, wenn hier brennen ja eigentlich nur zwei Forges, ne? Achso, ne, da brennt noch ein Campfire. Ja, aber das kann dieser Bug sein. Dieser Bug? Das ist jetzt Dauerbeschuss von Screamerin. Okay. Okay, das kann natürlich sein. Ja, so haben wir dann auch letztes Mal die 10, 15 Stück hintereinander bekommen. Eine tot gemacht, kam die nächste, immer so weiter. Ach schön, das kann man ja gebrauchen. Das ist wie Zahnfleischbluten, kann jeder gebrauchen, ja. Okay, du findest halt nur den Chat auf YouTube besser, okay. Ich weiß nicht, ich muss ja ehrlich gestehen, wenn ich ja selber so Livestreams gucke oder so, ich chat ja selber kaum. Außer wenn ich den Streamer halt kenne, so sowas wie Gonchi oder sowas. Da schreibe ich auch ab und zu mal ein bisschen was. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie so einen größeren Streamer angucke oder so, schreibe ich nicht viel, weil bis der das lesen kann, sind gefühlt schon wieder 50 Seiten gescrollt. Also. Es ist ja so, wenn du ja mal wirklich willst, dass ein größerer Streamer was lesen kann, dann musst du ja quasi schon Donations raushauen oder so. Wo packen wir die Pflanzenfasern hin? Weiß ich nicht. Unter Zutaten irgendwo wahrscheinlich. Warte mal, ich hab die Krone gut gesehen. Stoff? Stoff manchmal? Bei H&M. Keine Werbung. Was? Bei Herschel und Marlenas? Genau, bei denen. Genau. Hast du dir dein Crossbow eigentlich jetzt genommen, Jürgen? Ja, dankeschön. 300, sehr gut. Bitteschön. Dafür habe ich gleich Klebeband wieder eingehauen. Nimmt für unterwegs irgendjemand eigentlich Splints mit oder sowas? Ja, ich habe schon 3 gemacht. Okay. Warum brauchen wir die? Was lassen wir jetzt? Keine Ahnung, jetzt? Ich dachte mal vorsichtshalber. Verstehe ich gar nicht. Thema Flintenmunition hatte der eine mit. Cool. Ah, da gibt's dann den Motion Sensor, okay. Ich finde das so doof, dass dir das nicht angezeigt wird, wann du hier was freischaltest. Das nervt irgendwie. Also wenn du jetzt für Level 3 von Switches and Triggers, ne, wie hoch dein Science Level sein muss. Das finde ich irgendwie doof. Das fehlt noch. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das neue Level-System angenehmer als vorher. Oder? Ja. Ja, aber muss ich das gewinnen halt.
Sammelzahl. Na, mal gucken, was es bringt. Was denn? Ich hab mal meine Klingenwaffe ein bisschen verstärkt. Also Messerjunge. Einmal raufgedrückt. Und da steht ja Sammelzahl plus 0%. Wer weiß, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, das ist der Harvest Count. Aber was harveste ich denn mit dem Messer? Wenn du das auf Stufe 5 hast, kriegst du zum Beispiel aus Tieren mehr raus. Also du kriegst 50% mehr raus. Okay. Also das harvestest zum Beispiel. Hm? Macht aber tatsächlich erst Sinn ab Stufe 5, richtig. Also beziehungsweise den ersten Harvest Count kriegst du ab Stufe 3, dafür brauchst du Blade-Waffen 20. Und dann finde ich, macht das schon Sinn. Na gut, Klingenwaffe ist jetzt aktuell auf 18. Und so weit entfernt bin ich ja da nicht. Ja. Mir fehlen halt aktuell die Skillpunkte. Das ist ein Problem, das kenne ich. So. Dann werden wir uns gleich mal die Horde antun. Wie machen wir das denn prinzipiell jetzt danach, quasi nach der Horde? Ja, also ich habe schon alles einstecken. Also ich kann direkt loslaufen. Also ich habe ja schon seit einem Tag alles einstecken. Naja. Und die Zombies wirst du nicht auch noch mitlooten? Nee, warum? Weil wir verlassen ja diesen Ort. Gottverlassenen. Ja. Deswegen. Ja, ich weiß es nicht. Sascha hat es ja vorhin schon gesagt, dass er zwischendrin Frames-Einbrüche hat. Ja, leider. Deswegen will er ja auch weg von der Stadt hier. Also, von der hier. Aber ich glaube, das wird in den anderen auch nicht besser. Ja, das mag vielleicht so sein, aber zumindest bauen wir vielleicht nicht unter Umständen so nah daran. Wie schön gesagt, müssen wir erstmal schauen. Erstmal müssen wir dann ja sowieso erst ein Plätzchen finden und so. Genau. Ja. Dann müssen wir auch die Real-Life-Uhrzeit auch mal so ein bisschen im Auge behalten. Weil sonst klappt das nachher mit der Aufnahme nicht. Ja, das wäre leicht doof. Cool. Mit der Tazas Steinaxt bin ich quasi im Kampf unbesiegbar. Also ich stelle mich dann unten einfach hin, ja? Vor den Spikes. Ja, und mach das. Das ist gut. Ich guck mir das von oben an, das Schauspiel. Okay. Hat hier eigentlich irgendeiner Lust von den Leuten, die auf Twitch zuschauen, mal so eine kleine Horde zu spielen? So zur Einstimmung zu der Horde, die gleich kommt. Oh, Sascha macht mit. Okay. Jawohl. Yes. Ja, Jürgen, das, da du bei dem Stream gerade nicht mitguckst, wirst du da nicht mitspielen können. Außer du wirst ja das ja jetzt noch schnell dazu joinen. So. Witzigerweise ändert jetzt mein dritter Part jetzt hier für YouTube eigentlich echt super. Weil noch 5 Minuten und dann kommt als nächstes dann super gleich die Horde. Okay. Dann Horde Nummer 3 mal schon, wie die wird. Ne, 3, 4. 4. 4. Was denn? Vierte Horde. Ist laut hier. Mhm.
Waren die anderen eigentlich größer? Dann müsstest du mal Keltoy fragen. Jürgen, warst du bei sonst keiner dabei? Doch, die erste war im Prinzip nichts. Ja, das weiß ich. Da war ich ja mit dabei noch. Und die zweite und die dritte? Bei der zweiten war ich nicht dabei und die dritte habe ich ja gestern knapp verpasst. Weil das war mir dann echt zu spät. Okay. Oh ja, passend Bad Religion. So. Tut mir leid, Sascha, ich hab dich geopfert. Was? Mal, du hast mich doch gar nicht vom Dach gestoßen, aber du meinst wahrscheinlich dein Hordending da. Ja, genau. Mein Minispiel. So, wie viel Uhr haben wir denn hier? Unglaublich.